Das passiert alles nicht wirklich. Das ist alles nur Einbildung. Wow, ich dachte immer, fliegen kann man nur in seinen Träumen. Natürlich, ich habe einen Albtraum, nichts weiter. Wach auf, Casper. Komm schon, Zeit aufzustehen. Hey, Mister, was ist hier eigentlich los? Was ist mit mir passiert? Ach, schwell ab, Dummbeutel. Ich bin in muffiger Stimmung. So ein alter Muffelkopf. Wissen Sie, wo dieser Zug hinfährt? Zur Abfertigungsstation. Und jetzt lass mich in Frieden ruhen. Entschuldigen Sie bitte, aber wo bin ich? Ganz einfach, Dunstwölkchen. Da, wo du mich störst. Hey, hey, lassen Sie mich los. Oh nein, oh nein. Was sollte denn das? Wollen Sie mich umbringen? Oh nein, Vorsicht! Sie stoßen gleich mit dem... Wow, wie machen Sie das? Willkommen in Deedstown. Das sieht ruhig und friedlich aus. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Don't worry, be happy. Darf ich mal kurz stören? Ich bin neu in der Stadt. Ah, wenn das so ist, willkommen in Deedstown, Kleiner. Hey, danke, Mister. Aha, ein Geist! Ah, ein Geist! Da ist ein Geist! Ein Geist? Wo denn? Ach, Geister gibt's doch gar nicht. Hey, wo fahren wir denn hin? Ein Gespenst, ein Gespenst! Nicht wie weg hier! Was habt ihr denn? Wartet, kommt zurück! Warum spielen die nur alle verrückt? Hilfe! Hilfe! Geist! Ich sehe nirgendwo einen Geist. Was, ich? Ich bin noch kein Geist.
Dad, Frühstück! T-4 Minuten, Countdown läuft. Ich weiß. Ja, Dad, wann bist du schlafen gegangen? Früh, um 2 Uhr morgens. Dad! Was ist? Ich musste diese Skizzen hier fertigstellen. Und? Ganz nett. Wenn man auf CT Alpha 5 wohnt. Hey, genau so etwas braucht diese Stadt. Ein bisschen frischen Wind. Weg mit den alten Zöpfen. Her mit den neuen Ideen. Nein, her mit dem Frühstück. Hau rein. Chris, ich bin auf Diät. Ist mir recht, dann bekomme ich mehr. Oh, vergiss nicht, dass heute Tag der offenen Tür in der Schule ist. Du musst dir unbedingt mein Projekt ansehen. Ich komme gleich nach dem Abriss der Applegate-Villa vorbei. Die willst du abreißen lassen? Fang gar nicht erst an. Der Abriss ist der Kernpunkt meines Stadterneuerungsplans. Der Bürgermeister ist hingerissen davon. Mir gefällt dieses alte Gemäuer, Dad. Da spukt es nämlich drin. Dann geht deine Fantasie mit dir durch. Wiedersehen, Chris. Also nicht vergessen, heute ist Tag der offenen Tür. Die Lehrer bitten alle Eltern, hinzukommen. Menno. Bitte, meine Damen und Herren, ich habe etwas bekannt zu geben. Bitte lassen Sie mich nur für einen Augenblick zu Wort kommen, ja? Verehrte Mitbürger, wir sind nicht Ihre Feinde. Wir wollen die Lebensqualität der Stadt erhöhen. Und zu diesem Zweck werden wir Ihnen einen brandneuen Einkaufskomplex schenken. Ich verstehe Ihre Begeisterung. Aber bevor wir das tun können, müssen wir diese baufällige Ruine hier abreißen. Das Haus hat die letzten 100 Jahre überlebt und es wird auch Sie überleben. Ja, genau. Hören Sie, Verehrteste, nehmen Sie doch Vernunft an. Die Bude ist seit Jahren unbewohnt. Das Beste ist es, sie durch irgendetwas Sinnvolles zu ersetzen. Und das wäre noch ein Hamburger-Restaurant? Keine Burgerbuden mehr! Wir geben dieses Haus nicht her! Keine Burgerbuden mehr! Wir geben dieses Haus nicht her! Keine Burgerbuden mehr! Wir geben dieses Haus nicht her! Verehrte keine Mitbürger, ob es Ihnen gefällt oder nicht, in ungefähr 2 Sekunden gehört diese Bruchbude hier der Geschichte an. Tut mir leid. Stan, machen Sie sich an die Arbeit. Keine Burgerbuden mehr! Wir geben dieses Haus nicht her! Keine Stellen! Wir müssen eine Kette wählen! Dieses Haus nicht her! Keine Burgerbuden! Sie zwingen mich, den Sheriff zu rufen. Wir geben dieses Haus nicht her! Keine Burgerbuden mehr! Wir geben dieses Haus nicht her! Bulldozer! You better flee, you better go and hide. Ghostly creatures fill
the air, the spirits passed away. Oh, yeah. Coming back to liven up your day. Auf dem Weg, Fleischlinge, lasst mich durch! Wo sind Sie hin? Ich hab nämlich ein sehr besitzergreifendes Wesen. Lass mich doch in Ruhe. Ist du doch jemand hier rüber einkloppen? Dumme Kuh. Komm schon, Dickerchen, mach mal den Tanzbär für uns. Sanitäter, den einen Fleischling hat's umgehauen. Ich komme schon, Doktor. Den Wickeltrick habe ich in Ägypten gelernt. Willkommen zur Poltergeist-Party! Ich weiß, wir sind nicht in Technicolor. Also wie wär's stattdessen mit Odorama? Hey, verschwinde, Freundchen. Du stehst im absoluten Halteverbot. Tja, da hilft die beste Alarmanlage nicht viel. Immerhin hast du jetzt ein Cabrio. Hat deine Mami dir nicht beigebracht, wie man sich anständig anzieht, Kumpel? Was, wieso? Das frage ich mich auch. Seht mal, ein Ganzkörpertanga. Ich wette, das kneift im Schritt. Oh, meine Allergie regt sich. Es wird wohl am starken Pollenflug liegen. 3-0 für die Geister. Die Fleischlinge gehen leer aus. Ich liebe meinen Job. Freunde, diese Welt ist unser Territorium. Unsere Spielwiese. Uns macht so schnell keiner was vor. Danke. Alle mal herhören. Der Sheriff ist unterwegs und... Wow. Der arbeitet schnell. Wach nicht nochmal, mich zu knuffen, klar? Au! Guck mal da, der kleine Spinner Chris Carson. Ich hab gehört, er hat Spinnen als Haustiere. Ja, wahrscheinlich futtert er die Viecher. Wollen wir ihm nicht kurz Hallo sagen, Freunde? Klar. Na, Chris, unterwegs zu einem Spinnenkongress oder so? Du kannst mich, Brock. Seht euch das an! Er ist sogar selbst auf dem Titelbild! Wird Zeit, dass dir neue Sprüche einfallen. Halt die Klappe oder ich pulverisiere dich, Kleiner. Pulverisieren? Glückwunsch, Brock. Ein fünfsilbiges Wort. Wenn ich das Direktor Raby erzähle, versetzt er dich vielleicht doch noch. Ich gebe dir 3 Sekunden, um deine Knochen zu nummerieren. Steckt hundertprozentig das Geistertrio dahinter. Das lasse ich mir nicht entgehen. Dave, hier spricht Tim. Wo sind die Arbeiter? Die sind abgehauen. Adios. Und das mache ich jetzt auch. Dave, dieses Haus muss verschwinden. Dann bleiben Ihnen 2 Alternativen, Tim. Suchen Sie sich eine andere Firma oder spucken Sie selbst in die Hände. Hören Sie, Sie sind die letzte Abrissfirma in dieser Stadt. Wenn ich Bürgermeister Hunt heute wieder keinen Schutthaufen präsentiere, dann bin ich erledigt. Ihr Pech. Wir legen uns nicht mit Geistern an. Ist eine Vorschrift. Erzählen Sie mir nicht auch noch was von Geistern, ja? Dave? Den haben wir aber echt eingeheizt, was? Ja, und das, obwohl wir eher unterkühlte Zeitgenossen sind. Hey, Fetzo, leuchte uns mal heim. Ich meine, mach das Licht an. Und wieder mal haben wir die Knochensäcke vernichtend geschlagen. Ja, die hatten nicht mal den Spuk einer Chance. Diese Fleischlinge werden auch von Mal zu Mal schreckhafter. Vielleicht nehmen sie zu viel Vitamin A. Wir sind einfach die Besten auf unserem Gebiet. Das seid ihr ganz sicher. Sagt Ameisenscheiße.
Wir nehmen 3 Abzüge in Postkartengröße. Hey, es ist schon wieder dieser Schnüffler. Das mit der Mumie war eine nette Idee, Leute. Aber den Unterhosentrick habt ihr ein bisschen zu oft gebracht. Findet ihr nicht? Was weißt du denn schon, Klugscheißer? Da! Davor soll ich mich erschrecken? Oh, ihr spielt wieder mal den Furchtlosen. Hör zu, Kleiner. Wie oft müssen wir dir das eigentlich noch sagen? Das hier ist eine exklusive, geschlossene Gesellschaft. Und dich hat keiner von uns eingeladen. Hey, was ist denn das für eine Schwarte? Aha, das hier ist doch ein Abrisshaus. Richtig? Und demnach laut der Ectoplasma Britannica ein öffentliches Gebäude. Dieses Buch ist überhaupt nicht für Fleischlinge bestimmt, Kleiner. Wo hast du es geklaut? Ich hab's mir vom Spukversand schicken lassen. Warum habt ihr euch das Applegate-Haus ausgesucht? Wir brauchten einen Unterschlupf. Und ich finde, wir haben eine ganz gute Wahl getroffen. Oh ja, die Aussicht ist einfach toll, auch wenn hier und da der Putz bröckelt. Haltet die Klappe! Dieser Rotzlöffel weiß auch so schon zu viel. Ach, habt euch doch nicht so, Leute. Ich verstehe eine Menge von Geistern. Ich will nur mit euch rumhängen, okay? Hängen willst du? Das können wir vielleicht einrichten, wenn du uns weiter so nervst, Kleiner. Und überhaupt, wir sollen uns mit einem Knochensack anfreunden? Bei dem Gedanken muss ich lachen. Bei dem Gedanken muss ich kotzen. Bei dem Gedanken muss ich furzen. Vergiss es, Fleischbällchen. Dir fehlt einfach die geistige Reife. Geister? Was wissen die denn schon? Oh, verflixt, ich komm zu spät zur Schule. Wieder Neuankömmlinge. Ich brauche Urlaub. Eine scheußliche Fahrt war das. Also dann, Leute, jetzt haltet mal alle schön die Backen und sperrt die Lausche auf. Ich bin Sniffel und ich freue mich, euch in der Spuk-Universität begrüßen zu dürfen. Seid vorsichtig, wenn ihr über die Straße geht. Hier wimmelt es von Geisterfahrern. Mitgekriegt? Na dann nicht. In den folgenden paar Wochen werden wir euch, den Neuankömmlingen, das ABC des Geisterdaseins beibringen. Ich lach mich gleich tot. So ein stures Volk. Und wenn ihr alles Notwendige gelernt habt, stellen wir euch eine Spuklizenz aus. Jetzt werdet ihr humorlosen Sauertöpfe euch aufstellen und durch dieses Drehkreuz marschieren. Los! Immer einer nach dem anderen. Was gibt's da zu glotzen? Los, Augen geradeaus und nicht so lahm, wenn ich bitten darf. Na los, bewegt euch. Das nächste Mal wird über meine Witze gelacht, klar? Und wie viele neue sind es? 5. Oh nein, da fehlt doch eine. Kasper? Oh, das gibt Ärger. Nein, ich kann nichts dafür, Kibosch. Nein! Solange ich hier das Sagen habe, drückt sich niemand von der Ausbildung, klar? Und ich mache keine Ausnahmen, schon gar nicht für Rotznasen namens Kater. Der Kleine heißt Kasper, Sir. Halt den Rand! Wenn ich einen Rat von dir brauche, dann brülle ich ihn fast hier raus! Selbstverständlich, Euer Gewalttätigkeit. Also, was diesen Castro angeht. Kasper. Entschuldigung. Wie sieht denn das aus, wenn ich, der großmächtige Kibosch, einen 9-mal frechen Anfänger ohne Grundausbildung in der Gegend rumspuken lasse? Das wäre eine Blamage, Sir. Eine Blamage? Eine Schande für die ganze Zunft wäre es! Es ist schlimm genug, dass uns damals diese 3 wurmköpfigen Deserteure entwischt sind. Wie hießen sie doch gleich? Stinky, Scratch und, Fatso, Sir. Wenn ich diese 3 elenden Schwänzer finde, dann werde ich Seemannsknoten in ihre Bettlaken hintermachen. Ihr Blutdruck, Euer Monstrosität. Ich habe kein Blut. Also finde mir diesen Kasper. Wenn ich mir diesen erbärmlichen Drückeberger nicht bald vorknöpfen kann, dann lasse ich meine Wut nämlich an dir aus. Hallo? Oh, hallo. Entschuldigen Sie, Ma'am. Dürfte ich Sie mal was fragen?
Natürlich, aber wo bist du denn? Ich bin hier drüben. Aber erschrecken Sie bitte nicht, ja? Aber ich bitte dich, wer erschreckt sich denn schon vor einem kleinen Geist? Reden würde. Oh, da fällt mir ein, ich muss dringend mal wieder zum Zahnarzt. Tim, die Fernsehfritzen erwarten, dass ich eine bewegende Rede vor den Trümmern dieses Hauses halte. Und es steht noch. Ich weiß, Herr Bürgermeister, es ist verrückt. Erst können die Arbeiter es kaum abwarten und dann sehen sie plötzlich Geister. Geister? Oh nein, nein, das war nur ein Witz. Er ist ein Scherzkeks, wissen Sie. Tim, ich krieg seit Monaten Beschwerden über Geister auf den Schreibtisch. Ich weiß, aber diese Meldungen sind doch nicht ernst zu nehmen. Sie kommen von Kindern und Alkoholikern und Spinnern und... So wie meiner Frau? Und von charmanten, intelligenten, hübschen Damen. Ja, und wie intelligent sie ist, wenn sie den Computer benutzt hat, ist Tippex auf dem Monitor. Es ist schwer, Werbung für eine Stadt zu machen, aus der alle weg wollen. Also keine Geistergeschichten mehr. Ja, Sir, das wird nicht wieder vorkommen. Herr Bürgermeister, wir wären jetzt soweit. Gut, ich komme gleich. Kann's kaum noch erwarten. Sollte diese Bruchbude morgen immer noch stehen, sind sie gefeuert. Hallo, Chris. Hey, hör zu. Tut mir echt leid wegen heute Morgen. Bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Was du nicht sagst. Weißt du, ich fand dein Referat gestern toll, das über außerirdisches Leben. Hast du deshalb mit Kreide geworfen? Das war ich nicht, das war Danny. Ich fand dein Referat spitze. Und du, Leon? Ja, ich auch. Danke. Ja, bestimmt ist dir aufgefallen, dass Miss Fistergrave kein Referat so gelobt hat wie deins. Naja, ich war gut in Fahrt. Weißt du, was mir am besten gefiel? Deine Beschreibung von diesem außerirdischen Schleim. Die Verdauungssäfte meinst du wohl? Das muss ziemlich eklig sein, wenn so ein schleimiges Alien einen aus heiterem Himmel vollrotzt. Ich höre, wer hat diese Schweinerei verbockt? Chris hat wirklich nur ganz zufällig dagestanden und... Er war's, Direktor Raby. Gar nicht wahr! Das reicht. Ihr kommt beide mit in mein Büro. Das ist nicht fair! Entschuldigen Sie, Herr Direktor, um Chris kümmere ich mich. Er ist heute Morgen zu spät gekommen. Wie Sie wollen. Danke, Sir. Nein! Und ihr könnt was erleben. Marsch! Es ist alles in Ordnung. Ich weiß, dass du nichts gemacht hast. Und auch, dass Brock und seine Freunde es schon seit einiger Zeit auf dich abgesehen haben. Wen kümmert das schon? Das sind doch Nieten. Aber du darfst dich von ihnen nicht rumschubsen lassen. Es ist wichtig, Typen wie Brock zu zeigen, wo es lang geht. Das ist wie mit dem Applegate-Haus. Wenn wir uns nicht wehren, wird man es abreißen und noch so einen blöden Supermarkt bauen. Tut mir leid, Chris. Ich sollte dich aus meinem Privatkrieg mit deinem Vater raushalten. Hey, da ist er ja! Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Deedstown neues Leben einzuhauchen. Und darum legen wir bald den Grundstein für die Deedstown Shopping Gallery. Noch so ein Kommerztempel mit Riesenparkplatz wird die Stadt auch nicht attraktiver machen. Es gibt in dieser Stadt Widerstände gegen den Abriss der historischen Bauten. Ist das der Grund, warum die Applegate-Villa noch steht? Diese Frage sollte lieber Tim Carson, unser junger und talentierter Architekt, beantworten. Hallo, nun ja. Wow. Es ist so, im Fernsehen sieht dein Vater gar nicht so schlecht aus. Das ist zukunftsorientiert. Und da passt ein altes Gemäuer wie das hier nicht mehr ins Stadtbild. Das ist ein historisch wertvolles Denkmal. Wurde der für heute Vormittag geplante Abriss des Gebäudes von... Keine Geister. Keine Geister. Von militanten Demonstranten vereitelt. Militant? Aber das ist kein Grund zur Sorge. Das Deedstown Stadtmodernisierungsprojekt wird wie geplant fortgesetzt. Dieser Schleimer. Dieser fiese Hund. Da können Sie sicher sein. Wenn du dich da mal nicht irrst. Ich hab noch gar nicht zu kämpfen angefangen. Ich zeig dir, was es heißt, sich mit Sheila Fistergrave anzulegen. Entschuldigung. Kein Problem. Warte, er hat gar nicht losgebrüllt. Hey, du läufst ja gar nicht weg. Oh, wow, ein Geist.
Hey, darf ich dich fotografieren? Du hast wirklich kein bisschen Angst vor mir? Soll das ein Witz sein? Ich liebe Geister. Es muss cool sein, so wie du, fliegen und verschwinden zu können. Ich weiß nur, dass alle Leute schreien und wegrennen, wenn sie mich sehen. Klingt, als ob du einsam bist. Du weißt ja gar nicht, wie einsam. Lass mich raten. Du glaubst, dass keiner auf deiner Seite ist und du jedem völlig egal bist, richtig? Und dass keiner mich leiden kann, ja. Das ist ein Gefühl, das ich jeden Tag habe. Hey, wir haben viel gemeinsam. Ich bin Chris. Casper. Und wo spukst du so? Spuken? Klar, Geister spuken irgendwo. Natürlich, warst du nicht auf der Spukschule? Nein. Dann muss ich dich jemandem vorstellen. Komm mit. Auf geht's. Das ist mein Unterschlupf. Klasse, nicht wahr? Ja, und echt unheimlich. Hier gibt's außer mir noch andere Geister? Ja, aber sie sind im Moment nicht da. Bis sie wiederkommen, werde ich dir beibringen, wie man Leute erschreckt. Aber ich will überhaupt niemanden erschrecken. Das ist dein Job. Das steht jedenfalls hier drin. Na schön, dann werde ich's eben versuchen. Gut. So stellen die meisten Menschen sich ein Gespenst vor. Mit der Decke über dem Kopf kann ich gar nichts sehen. Kümmere dich jetzt nicht um dein bewusstes Selbst, klar? Die Augen können dich täuschen. Traue ihnen nicht. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Na schön, ich versuch's. Auf geht's. Können wir nicht zwei Augenschlitze in das Ding reinschneiden? Oh Mann, ich komme mir echt blöd vor, Chris. Dann versuch unheimlich zu sein, ohne dich zu rühren. Geht klar, ich versuch's. Buh! Lauter! Buh! Gruseliger! Buh! Der Kleine tickt wirklich nicht mehr ganz sauber. Jetzt verkleidet er schon seine Freunde als Geister. Das ist wirklich erbärmlich. Sogar für einen Fleischling. Hey, da seid ihr ja gerade rechtzeitig gekommen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Was ist denn los? Wer ist da? Das ist das Geistertrio. Wir wissen, wer wir sind, aber wer ist das da? Das Phantom der Bettwäscheabteilung? Ein Geist, der neu in der Stadt ist. So ein Quatsch. Er ist ein Geist, ehrlich. Darf ich euch Casper vorstellen? Hallo. Er ist einer von uns. Willkommen in unserer bescheidenen kleinen Hütte, Casper. Ich bin Stretch. Und das hier ist mein Bruder Stinky. Frag ihn, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Wie bist du zu deinem... Keine Ahnung. Ich stinke, also bin ich. Ach ja, und diese ganze Nebelbank hier ist eine Gewitterfront, die auf die Namen Fitzo hört. Ich bin nicht fett, ich habe nur schwere Knochen. Und ihr drei könnten mir beibringen, wie man seine Form ändert und sowas? Was denn, das weißt du nicht, Kleiner? Hast du im Ausbildungslager etwa gar nichts gelernt? Er hat geschwänzt. Aber anständiges Spuken will gelernt sein. Konferenz! Freunde, das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Der Kleine da ist noch echtes Rohmaterial. Gänzlich unverdorben von Kibosch. Sieh mal eine an. Casper und das Trio. Ja, vielleicht können wir endlich beweisen, dass unsere Techniken besser sind als seine. Dann hat das blöde Versteckspiel endlich ein Ende. Tja, also dann, Casper. Ab heute bist du in unser Team aufgenommen. Ja, und wir werden dir all unsere Tricks und Kniffe beibringen, jeden vereinzelten. Ich werde mir große Mühe geben, ehrlich. Das nenne ich wahre Begeisterung. Oh, ich kann es kaum erwarten, Kibosch das alles zu erzählen. Wenn das kein Beförderungsgrund für den alten Snivel ist. Also, das Erste und Wichtigste, was du lernen musst, ist, wie man sich als Geist schnell unsichtbar macht. Ja, du willst doch nicht immer und überall auffallen. Oh, wow. Das muss ich auf jeden Fall lernen. Versuch, eine klare Birne zu kriegen. Denk an durchsichtige Sachen. Denk an Wind. Oder Gas. Gas? Ich war's nicht. Okay. Wer sagt's denn? Es hat geklappt. Los, schlag ein, Kumpel. Nein, hier bin ich. Hör, Treffer. Das ist ja echt cool. Und das ist erst der Anfang, Kurzzipfelchen. Aber Knochensäcke sind bei den Lektionen nicht zugelassen. Tut uns leid, Gewerkschaftsregel. Verstehe. Ich habe sowieso noch eine Menge zu erledigen. Juhu, ist ja irre. Wahnsinn! Danke, Chris. Wir sehen uns nachher. Also, was kommt als Nächstes? Fliegen. Aber schweben kann ich doch schon. Gib uns deine Hände!
Können wir nicht mit einer Trittleiter anfangen? Was Unsinn! Die beste Art, fliegen zu lernen, ist die Spatzenmethode. Und wie geht die? Ganz einfach. Man wirft das Küken aus dem Nest. Lehrer zu sein ist offenbar doch schwerer, als ich dachte. Gibt es denn keine andere Abrissfirma, Angie? Doch, bei einer haben wir es noch nicht versucht. Wie heißt sie? Armageddon Now. Rufen Sie sofort an. Armageddon Now, Sergeant Bill Case. Hallo, hier spricht Tim Carson. Ich bin in Deedstown. Sir, wir müssen hier ein Gebäude abreißen. Und wird ausgeführt. Sie haben es noch nicht gesehen? Spielt keine Rolle. Hochhaus oder Bambushütte, ich mache es platt. Augenblick mal. Auftrag ausgeführt! Was war denn das? Ein Vernichtungsfeldzug mit Knallkörper. Der Hausbesitzer hat ein Maulwurfproblem. Ich korrigiere, hatte. Ich verstehe. Also, wann können wir uns treffen? Morgen um 13:00 in Ihrem Hauptquartier. Halten Sie bis dahin die Stellung, Soldat. Sind wir versichert? Du kannst schon fast so gut fliegen wie ein Bleisar, Kasper. Also, versuchen wir was anderes. Geh durch diese Wand hier. Wie wär's, wenn ich's zuerst mit einem Papiertaschentuch versuche? Nein, du musst nur locker bleiben. Sag zu dir selbst, ich bin unbesiegbar. Ich bin nicht besonders gut in Form. Hör auf damit. Such dir irgendeinen Punkt und konzentrier dich darauf. Sieh dir die Wand an. Ich sehe die Wand an. Und jetzt wird ein Teil der Wand. Ich bin ein Teil der Wand. Und jetzt flieg durch die Wand. Ja, ich fliege einfach durch die Wand. Genau das, was das Publikum will. Neue Gesichter. Okay, das reicht. Vergessen wir die Wände. Versuchen wir es mit ein paar optischen Effekten. Hier, pass auf. Kopf hoch, Knochensack. Und jetzt du. Okay. Tut mir leid, Giraffenimitationen sind nicht sehr gruselig. So ein Dreck. Versuch's weiter. Ich hoffe für dich, es ist wichtig. Kasper ist in Deedstown. Und jetzt raten Sie mal, wer bei ihm ist. Ich hasse Ratespiele. Schnüffel! Tut mir leid, Euer Bösartigkeit. Wie dumm von mir. Aber die Antwort lautet, das Geistertrio. Wenn das nicht stimmt, bist du dran. Das ist noch nicht alles. Sie bringen Kasper ihre unorthodoxen, oder sagen wir besser, streng verbotenen Spucktechniken bei. Sie wollen Kasper dazu benutzen, Euer Hoheit in die Schranken zu weisen. Kein weiteres Wort davon, Sniffel. Aua! Diese drei Versager können sich doch mit mir nicht messen. Halt mich auf dem Laufenden. Ich will morgen einen vollständigen Bericht. Was für ein Glück, dass ich schon tot bin. Sonst hätte mich das bestimmt umgebracht. Sie ist vielleicht kein Genie, aber sie bewegt sich so anmutig wie eine Gazelle. Wenn Maggie nicht in diesen Tanzkurs kommt, ich sage Ihnen, dann hat sie nicht die geringste Chance, hier in Stanford aufgenommen zu werden. Ich wollte früher immer nach Stanford und es hat nicht geklappt. Darum will ich, dass sie die Hilfe bekommt, die ich nie hatte. Verstehen Sie? Natürlich, entschuldigen Sie mich bitte. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Dein Dad ist noch nicht gekommen, hm? Er hat es mir fest versprochen. Wer weiß, es ist ja noch früh. Noch ein Glas Punsch? Nein, ich habe schon 10 Liter getrunken. Danke. Keine Sorge. Er wird kommen. Brock hat es ein bisschen zerfleddert. Ich habe gedacht, du würdest es vielleicht zurückhaben. Oh, danke, Jennifer. Wo ist dein Projekt? Das da ist es. Glaubst du wirklich an all diesen Gespensterkram? Na klar, du etwa nicht? Das ist Quatsch. Jeder kann Gespenster sehen, wenn er an den richtigen Plätzen sucht. Vielleicht zeigst du mir ja irgendwann mal eins. Sehr gern. Ich muss gehen. Schönen Gruß an deine Geister. Und
Wenn wir hier noch einen Dachträger einziehen, können wir die Stabilität der Konstruktion... Ach, also dann, Tim. Ich mach Schluss für heute. Aha. Hey, Tim, die Marsmännchen haben gerade das Rathaus übernommen. Aha, das ist schön. Tim! Was? Sie sollten wirklich nach Hause fahren und eine Pause machen. Sie fehlen Ihrem Sohn bestimmt sehr. Chris versteht das und er kommt damit klar. Er weiß, dass ich bis zum Hals in Arbeit stecke. Es ist nicht einfach, die Vater- und die Mutterrolle zu übernehmen. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Und ich wollte Sie nicht anschreien. Schon gut, kein Problem. Aber diese Applegate-Geschichte treibt mich noch zum Wahnsinn. Ich weiß, aber gerade deswegen ist es Zeit für eine Pause. Erst wenn die Skizzen für den Bürgermeister fertig sind. Na schön. Bis morgen dann. Zur Demonstration gegen den Abriss der alten Applegate-Villa. Hier nehmen Sie ein Flugblatt. Und Josh, mach weiter so. Hier nehmen Sie auch ein Flugblatt. Ihr Sohn war in diesem Halbjahr sehr fleißig. Danke, dass Sie heute Abend gekommen sind. Na, wie geht's dir? Ich wusste ja, dass er es vergisst. Es ist vermutlich was dazwischen gekommen. Bei ihm kommt immer irgendwas dazwischen. Phantome? Poltergeister? Welche hast du am liebsten? Banshees. Das sind so eine Art Heulgeister. Keiner kann verstehen, was sie sagen. Es sind irische Geister. Sie tauchen immer auf, kurz bevor jemand... Mein Vater sagt, ich habe eine zu lebhafte Fantasie. Aber unsere Fantasie ist unser machtvollstes Werkzeug. Durch sie können wir über uns selbst hinauswachsen. Und vielleicht ein Baudenkmal vor dem Abriss retten. Sie sind wirklich in Ordnung. Ich wette, Sie arbeiten fast so viel wie mein Vater. Ich hoffe doch, das sollte ein Kompliment sein. Komm mit, ich bring dich noch zur Tür. Weißt du was? Sag doch deinem Vater, dass ich morgen um 4 Zeit für ihn hätte. Dann können wir uns mal kennenlernen. Mach ich, aber er drückt sich doch sowieso wieder. Ich glaube manchmal, er mag seinen Beruf mehr als mich. Wart's ab, er wird dich vielleicht überraschen. Wiedersehen, Miss Mr. Griff. Wiedersehen, Chris. Wir sehen uns morgen. Ist gut. Wie kann so ein netter Junge so einen Vater haben? Nein, so wird das nicht. Dein Heulen muss von ganz tief unten kommen. Es muss sich anhören wie aus einem Grab, verstehst du? Versuch's nochmal. Ach, setz dich hin. Von deiner Buherei würde ein Fleischling nicht mal eine Gänsehaut bekommen. Ich geb mir Mühe, wirklich. Na, wer sagt's denn? Jetzt hat er's raus. Oh, Entschuldigung, ich hab mich auf eine rostige Sprungfeder gesetzt. Ach, vergesst die ganze Sache, Leute. Wir haben wirklich alles versucht. Dämonentricks, Fliegen, Gestaltveränderung, Gliedmaßen abtrennen. Kasper kriegt die leichtesten Sachen nicht hin. Aber ich streng mich wirklich an. Sicher, Kleiner, aber du hast einfach keinen Stil. Das liegt daran, dass deine Motive grundfalsch sind. Langsam denke ich, dir liegt überhaupt nichts daran, Menschen zu erschrecken. Warum können wir nicht nett zu ihnen sein? Oh, ich glaube nicht, was ich da höre. Ich fühle schon, wie mir schlecht wird. Siehst du, was du angerichtet hast? Ihm ist lebenselend geworden. Hör zu, Kleiner. Wir wissen, tief in deinem Innersten bist du schrecklich und furchteinflößend. Aber wir sehen einfach nichts davon. Genau, und wenn du es nicht lernst, wirft das ein schlechtes Licht auf uns. Ich werde es schon schaffen. Das kannst du abhaken, Kleiner. Es ist besser, wir gehen ab heute getrennte Wege. Auf dieser unserer Welt ist einfach kein Platz für einen freundlichen Geist. Also verzieh dich. Ja, zisch ab. Löst dich in Luft auf. Ich weiß. Ich bin spät dran. Ich werde im Büro einen Happen essen. Chris? Chris, was ist mit dir los? Du warst gestern nicht beim Tag der offenen Tür. Oh, war das etwa gestern? Alle anderen Eltern waren da. Oh, Partner, das tut mir wirklich leid. Hör zu, der Bürgermeister macht mir fürchterlichen Druck und dieser Auftrag ist so wichtig. Ja, du kümmerst dich um alles, nur um mich nicht. Ich mach's wieder gut, okay? Warte, weißt du, was heute für ein Tag ist? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Der völlig verrückte Vater- und Sohn-Tag. Ja, klar. Ja, wenn ich's dir noch sage, siehst du, hier steht es. Hier steht's. Chris und Tim haben heute einen lustigen Abend nur für Junggesellen. Und dein Handy bleibt zu Hause? Du kannst offenbar Gedanken lesen. Ehrlich? Aha, erst essen wir irgendwo was und dann gehen wir aufs Baseballfeld. Und dieses Mal werde ich gewinnen. Klasse! Abgemacht? Na klar. Also dann. Warte!
Weil du gestern Abend nicht da warst, da habe ich für heute Nachmittag einen Termin für dich ausgemacht. In der Schule, bei meiner Klassenlehrerin, um 4. Um 4? Aber da... Also, Chris, ich werde auf jeden Fall kommen. Bis heute Nachmittag. Nicht vergessen, um 4 in der Schule. Ja! Das wird klasse. Tja, schön, dass wenigstens einer von uns beiden glücklich ist. Hey, Casper, hast du das gehört? Dad will heute mit mir Baseball trainieren gehen. Ich wollte dir nur auf Wiedersehen sagen. Ich werde nämlich noch heute die Stadt verlassen. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Du willst weggehen? Aber wieso denn? Ach, ich bin als Geist eine Niete. Nein, bist du nicht. Du kannst dich zum Beispiel schon unsichtbar machen. Ja, super. Das ist der einzige Trick, den ich kann. Das Trio hat dir nichts beigebracht? Nein, die haben mich rausgeschmissen. Ich bin zu nett, um irgendwas zu lernen. Das heißt also, ich bin kein Mensch und ich bin auch kein Geist. Ich bin ein Nichts. Quatsch, die Nebelpfeifen haben's einfach nicht drauf. Ich zeig dir, wie man richtig spukt. Warum willst du deine Zeit verschwenden? Weil du mein Freund bist. Ja, das bin ich. Oder? Ja, und Freunde halten immer zusammen, richtig? Du könntest es nicht meinem toten Alien beibringen, wie man umfällt. Wirklich witzig, Marshmallow-Gesicht. Wirklich machen? Komm raus da. Ich bring dir schon noch das Spuken bei. Und wenn du dich totrackerst. Nichts für ungut. Klar, immer auf die Minderbelebten. Was? Das Kapitel über Leute erschrecken lassen wir aus und fangen mit dem Wesentlichen an. Lektion 1. Wie man durch Wände geht. Hey, kein Problem. Den Bogen habe ich schon raus. Pass auf. Warte. Ich glaube, das hier werden sie gleich brauchen. Was ist? Was Falsches gesagt? Ein Geist! Ich glaube, er ist ganz hier in der Nähe. Retten Sie mich! Ich brauche Sie jetzt sofort! Der hat bestimmt 3 Tage Durchfall. Also, wie war ich? Der Flug war gar nicht schlecht, aber an deiner Haltung müssen wir noch arbeiten. Los, komm mit. Ja, er hat vergessen zu spülen. Hallo. Hallo, Chris. Beeil dich. Es ist so eng hier drin. Das hier ist deine Bücherei. Du musst dieses Ding wirklich mal ausmisten. Hör auf zu meckern. Das war schon Lektion 2. Du hast deine Form verändert. Hey, du hast recht. Danke, Herr Lehrer. Also dann, Lektion 3. Unsichtbarkeit. Aber das kann ich doch schon längst. Ja, aber jetzt will ich noch, dass du dabei was Schweres bewegst. Zieh mal das blaue Buch heraus. Wird gemacht. Geist, der das Spuken von einem Menschen lernt? Das ist grauenvoll! Entschuldige. Chris, ich muss mich wirklich wundern. Bücher sind unsere Freunde, also behandle sie nicht so rüde. Es tut mir leid. Entschuldige, das war meine Schuld. Pass ein bisschen auf, ja? Wenn ich unsichtbar bin, sehe ich nicht, wo meine Hand hingreift. Das hier ist deine Bücherei. Mit wem redest du da, Spinnenfresser? Deinem lieben Freund Harvey? Na sicher, Tagträumer haben doch keine echten Freunde. Was wollt ihr in der Bücherei, ihr Analphabeten? Ihr könnt doch gar nicht lesen. Hey, hört auf, Leute. Lasst ihn in Ruhe. Diese Streiterei geht mir echt auf die Nerven. Du hältst dich für was Besonderes. Ist doch so, Spinner. Brock redet mit dir, Idiot. Genau, du Idiot. Seid besser vorsichtig.
die Bücherei. Hier soll nämlich verhext sein. Und von wem? Ernest Hexingway? Nein, William Shakespeare. Oh, verdammt, ich kann nicht sehen. Nimm dir das blöde Ding ab. Das ist doch bloß irgendein Trick, nicht wahr? Ja, genau. Er will uns verarschen. Wie geht denn das? Bro, ich rate dir Tisch ab. Willst du mich verhauen? Werde ein Blödmann. Sie haben Staatsfreigabe. Ich also und studierte in aller Ruhe den Anzeigenteil, so wie jeden Morgen. Und dann auf einmal tauchte es aus heiterem Himmel vor mir auf. Oh, verdammt! Steh auf! Ich kann nicht. Hopp, hopp! Aufstehen! Hopp, hopp! Das werde ich in deine Akte vermerken, Grom. Aber das war nicht meine Schuld, Herr Direktor. Da hat der Wein gesprengt und es hat mir ein Globus über den Kopf gestülpt. In seiner Haut will ich jetzt nicht stecken. Ich finde, er hat's verdient. Das hier werde ich in seiner Akte vermerken. So viel steht fest. Das war klasse, Kasper. Jetzt kannst du dich an die schwierigen Sachen ranwagen. Los, schlag ein, Kumpel. Ja, aber erst will ich meine neuen Fähigkeiten ausprobieren. Na dann spuck schon los. Entschuldigung, Verfolger abgeschüttelt. Sie müssen Bill Case sein. Hallo, ich bin Tim Carson, freut mich sehr. Zu Befehl. Welche Art von Explosivstoffen wollen Sie einsetzen? Splittergranaten, Nitroglycerinbomben, Lenkraketen, Plastiksprengstoff, TNT oder einfach Napalm? Ich habe alles auf Lager. Ich habe keine Ahnung. Dann rate ich Ihnen hierzu. Gutes altes Dynamit. Sie können es mit einer Schaltuhr zünden, über Funk oder auf die altmodische Art. Das ist eine Attrappe, oder? Aber nicht doch. Ist das das Zielobjekt? Ja, genau das ist es. Wissen Sie, es gibt nur sehr wenige Probleme auf der Welt, die sich nicht mit einer ordentlichen Portion Sprengstoff beseitigen lassen. Morgen um diese Zeit wird die Bude bereits pulverisiert sein. Können Sie nicht vorher uns pulverisieren? Oh, nur keine Panik, Soldat. Das Ding ist im Handumdrehen entschärft. Sehen Sie, da kann gar nichts passieren. Außer einer Kleinigkeit. Die wäre? Mein Büro steht in Flammen. Na los, helfen Sie mir! Eine Brandbombe, alles in die Gräben! Ich dachte, Sie sind vom Fach! Helfen Sie mir! Jetzt, wo ich ein richtiger Geist bin, muss ich meine neuen Fähigkeiten an irgendjemandem ausprobieren. Wow! Wenn ich den erschrecken kann, dann kann ich jeden erschrecken. Also los! Hallo, womit kann ich dienen? Das ist ein Überfall, also los, mach die Kasse auf! Ja, sofort. Ah, was ist denn das? Ein Geist! Oh, das tut mir leid, ich wollte das nicht. Halt, warte, hör zu. Ich weiß, du bist ein Geist, aber du hast mir gerade das Leben gerettet. Ich danke dir. Wirklich? Natürlich. Wie wär's mit einer Lakritzstange? Er mag mich. Wow, das ist ja toll. Endlich, ich fühle mich wie neu geboren. Miss Fistergriff, hallo. Ich komme ein bisschen zu früh. Nichts, Chris. Komm rein. Ich mal gerade die Schilder für die Protestaktion. Hey, wie wär's, wenn du an der Demo morgen teilnehmen würdest? Oh nein, ich fang schon wieder an. Entschuldige. Ist mein Vater schon hier? Nein, aber es ist auch noch nicht ganz 4 Uhr. Diesmal
Mal kommt er bestimmt. Ich weiß es. Bitte, ich will nicht, dass Sie zu spät kommen. Schon gut, warten Sie. Wie war der Name seiner Lehrerin? Fester oder Fister? Fister Foss. Festergrad. Genau. Okay, bis später. Gut, bis später. Hey, etwa Schiele, Fistergraf? Ja, ich denke schon. Sie hat die Bürgerinitiative gegen den Abriss ins Leben gerufen. Chris, Klassenlehrerin? Mhm. Oh, ich hätte es wissen müssen. Private Elternkonferenz. Ha, mir kommen gleich die Tränen. Hey, das ist wirklich gut. Du hast viel Talent. Augenblick. Schiele, Fistergraf? Aber Miss Lines, diese Treffen sind außerordentlich wichtig für die Schüler und... Was? Das ist eine Schulangelegenheit. Nein, es hat nichts mit dem Applegate-Haus zu tun. Dann richten Sie Mr. Carson aus, wenn er die nächste Besprechung auch platzen lässt. Dann wird er das der Schulbehörde erklären müssen. Es tut mir leid, Chris. Aber ich habe das Gefühl, dein Vater wird... Heute schon wieder nicht kommen. Er meint es nicht so. Er hat nur im Augenblick sehr viel zu tun wegen diesem Abriss. Sie reden ja schon wie er. Sollen. Ich war einfach toll. Und die Menschen in der Stadt haben mich gemocht. Nora. Von jetzt an werde ich mit meinen Fähigkeiten den Menschen helfen. Ich will nämlich ihr Freund sein. Das freut mich sehr für dich. Was ist los? Dad, der ist wieder nicht aufgetaucht. Er vergisst alles, was für mich wichtig ist. Hey, Väter gehen sicher genauso ungern zur Schule wie ihre Kinder. Aber bestimmt denkt er an diese Baseball-Geschichte. Ach, richtig. Beinahe hätte ich vergessen. Heute Abend wollten wir ja auch zusammen essen. Na also, das wird bestimmt klasse. Und zur Krönung des Abends werde ich ihm meinen besten Freund vorstellen. Wer ist das? Na du, Dudusel, was dachtest du denn, wen ich meine? Es ist meine Lehrerin. Schnell, versteck dich. Hallo, Miss Fistergraf. Hallo. Du hast das hier in der Schule vergessen. Ich wollte es dir bringen. Oh, danke sehr. Wollen Sie eine Cola oder so? Oh, klar. Wieso nicht? Kommen Sie rein. Ich bin gleich wieder da. Ich wusste gar nicht, dass dein Dad Frank Lloyd Wright mag. Oh ja, er war schon immer ein Fan von ihm. Dann gibt's noch Hoffnung für ihn. Was ist denn das für ein Ding? Das ist bloß ein Garderobenständer. Ach so. Sehr eigenwillig. Wohl nicht mein Tag heute. Hier, Ihre Cola. Ich mach das schon. Sehen Sie sich das Haus an. Sehen Sie mal, das bin ich als Klingone. Oh, ich liebe Star Trek. Ich auch. Hast du dir Zorn des Khan gesehen? Klar, das ist ein Klassiker. Ja. Ich hatte gehofft, mit deinem Vater über das Applegate-Haus reden zu können. Wusstest du, dass diese Stadt 1805 von den Applegates gegründet wurde? Ohne sie würde heute keiner von uns hier leben. Au! Was ist? Au, au, wie interessant. Das wusste ich gar nicht. Ja, das wissen die wenigsten. Also, ich gehe dann besser wieder. Morgen ist die Demonstration. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Danke. Hey! Die Birne ist kaputt. Wir sehen uns morgen in der Schule. Gute Nacht. Puh, das war knapp. Ich glaube, sie mag mich nicht. Komm, wir müssen das Abendessen vorbereiten. Na dann los! Du ziehst besser den Kopf ein, wegen der Nachbarn. Bin schon verschwunden.
Wie wär's mit Musik? Rollt an! Sich von dem Fleischling versklaven? Es wird höchste Zeit, dass ich meinem Meister Bericht erstatte. Was? Es ist vollkommen ungefährlich. Die Zündung erfolgt über Funk. Keine Drähte, keine Überraschungen. Und Sie, Herr Bürgermeister, Sie werden der Held des Tages. Na gut. Aber wie wollen Sie den Sprengstoff da reinschmuggeln, ohne dass die Demonstranten es mitkriegen? Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Das wird in diesem Augenblick erledigt. Jetzt bist du gewarnt. Das ist unorthodox. Das ist doch nie da gewesen. Das ist... Unamerikanisch? Es ist widerlich. Ich will, dass du sie im Auge behältst. Ich bin unterwegs. Geist beschützt Ladenbesitzer. Das darf doch alles nicht wahr sein. Jetzt glaubt diese Krämerseele, alle Geister seien freundlich. Das kann nur Kasper gewesen sein. Ich sag's euch, er treibt sich in der Stadt rum und vollbringt eine gute Tat nach der anderen. Abstoßend ist das. Der Junge ist eine Plage. Ach, ich weiß nicht. Ich fand's nett, ihn hier zu haben. Es war, als wären wir eine Familie. Ich trau meinen Ohren nicht. Ich kann nichts dagegen machen. So fühle ich mich eben. Ach ja, dann führ mal das hier. Ein freundliches Gespenst ist eine Bedrohung für die ganze Geisterzunft. Also schwärmt aus und findet diesen kleingeistigen Spukversager. Und fasst ihn ja nicht mit Samthandschuhen an. Sieht gut aus, Kasper.
Aber du hast einen Teller vergessen. Du sollst auch dabei sein. Wirklich? Hey, danke. Das ist Dad. Hör zu, ich will dich ihm vorstellen. Also warte bei meinem Fenster. In Ordnung? Gut, mache ich. Nur, was soll ich ihm denn sagen? Egal, sei einfach nur freundlich. Chris? Verzieh dich! Chris! Mach auf! Ich darf leider keine Fremden reinlassen. Es tut mir leid, dass ich nicht gekommen bin. Es war ein Notfall. Mein Büro hat gebrannt. Und ein Gremlin hat meine Hausaufgaben gefressen. Sieh hier, direkt vom Grill und immer noch warm. Gib's zu, du hast es vergessen. Ich habe aber nicht den völlig verrückten Vater- und Sohn-Tag vergessen. Na schön. Komm rein. Na, also. Wow, Chris, das ist ja Wahnsinn. Danke. Ich hatte Hilfe. Hilfe? Ja, ein Freund von mir war hier. Ach, tatsächlich. Und wer ist dieser Freund? Er ist neu hier. Übrigens, kommt er zum Abendessen vorbei. Ach, das hättest du nicht machen müssen. Wir hätten zu diesem Chinesen gehen können, deinem Lieblingsrestaurant. Du hast es abgerissen. Wann soll denn das? Ach ja, stimmt. Aber bei McDonald's in China-Wochen. Das war so ein schönes Haus, Dad. Ich verstehe nicht, warum du immer alles abreißt. Die alte Applegate-Villa mag ich auch. Du hörst dich schon an wie deine Lehrerin. Und die will, dass ich gefeuert werde. Und dann müssen du und ich in Zukunft unter einer Autobahnbrücke hausen. Willst du das etwa? Na, wenigstens hört sie mir zu. Was soll denn das bitte bedeuten? Na, ich bin dir doch vollkommen egal. Ich meine, du kommst nicht zu meinen Baseballspielen, du gehst mit mir nicht ins Kino und hörst mir nicht mal zu, wenn ich dir was erzähle. Chris, das ist doch gar nicht wahr. Chris, du weißt doch, wenn ich etwas... Du wolltest nicht telefonieren. Das hast du versprochen. Ich rufe ja auch niemanden an, aber wenn das Telefon klingelt, muss ich... Hallo? Ja, Herr Bürgermeister. Nein, das Memo, das habe ich gelesen. Nein, nur... wir wollten Baseball spielen gehen, Dad. Das ist nicht wichtig. Das war der Bürgermeister. Und ich bin dein Sohn. Chris, fang nicht so an. Lern doch erstmal meinen neuen Freund kennen. Na gut, wann wollte er herkommen? Also, er ist schon da, glaube ich. Ach ja, tatsächlich, wie merkwürdig. Es hat aber noch niemand an der Tür geklingelt. Vertrau mir. Guten Tag, Sir, ich bin Kasper. Nein, nein. Jo, Großer, was macht die Kunst? Haben wir nicht, du Zwerg. Wir machen jetzt einen Ausflug. Nein, wartet. Chris, sein Pech, Kürbiskopf. Nein. Dein knochendicker Kumpel muss sich einen neuen Freund suchen. Aber ich muss dich warnen, Dad. Er ist ein bisschen anders als andere Kinder. Alles klar. Dad, ich möchte dir Kasper vorstellen. Wo ist er? Naja, er ist ein Geist. Ah, Chris, ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Das ist kein Spiel. Geister gibt es wirklich. Kasper, komm nach Hause. Hör auf. Ich weiß, er ist bestimmt zum Applegate-Haus zurückgeflogen. Gehen wir hin. Dieser Sheila Fistergraff hat dich dazu angestiftet. Dad, ich werde du hörst schon wieder nicht zu. Das ist doch lächerlich. Warum glaubst du mir nicht einfach wie Mom früher? Das reicht. Du hast eine zu lebhafte Fantasie und es wird Zeit für dich, erwachsen zu werden. Das hier kommt weg. Und das hier und das und das auch. Was für Müll. Die gehören mir! Das alles ist Schund. Nein! Chris! Du räumst dir sofort auf! Ich muss zum Bürgermeister! Das kannst du nicht machen! Was ist mit dem Abendessen und dem Baseballtraining? Vergiss es! Das ist nicht fair! Hier ist dein Beruf wichtiger als ich! Kasper, das war gemein! Kommt schon, Leute. Ich kann Chris nicht im Stich lassen. Das kümmert uns einen feuchten Spuk, Kleiner. Diese Anbiederung bei den Fleischlingen muss aufhören. Du ruinierst damit unseren Ruf. Du hast lange genug den Pfadfinder gespielt und jetzt wird es Zeit, den Preis dafür zu bezahlen. Ab sofort kannst du nach unserer Pfeife... Mit Bar oder mit Karte? Da hinten ist der Geist von Elvis. Oh. 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 Die
Wie blöd von uns, wo doch jedes Kind weiß, dass Elvis noch lebt. Findet ihn! Mann, heute hast du sie fast bis zum Mond geschlagen. Ich bin schon fast so gut wie du. Ach was, du bist besser. Komm, wir erzählen es mal. Deswegen musste ich nachsitzen, du Arsch. Na und, das bist du doch gewöhnt. Hier. Was soll denn das werden? Hör bitte auf, du hattest deinen Spaß. Willst du diesen Kriecher etwa verteidigen? Nein, es ist nur, ach, vergiss es. Ich sag euch, die steht auf diesem Streber. Und, ist das wahr? Hä? Nein, lass mich los. Lass ihn in Ruhe. Oh, er spielt den Kavalier. Hör auf damit. Na los, mach einen Abgang. Dass du mit uns rumhängst, hat mir sowieso nie gepasst. Und du, Spinner, kommst jetzt schön mit zur Äppelgeld-Villa. Los! Ja, genau, du Zwerg. Sei schnell, dich hört sowieso keiner. Wovor hast du denn Angst? Vor Geistern? Du sollst so ein kleiner Idiot, so schwer. Hört auf mit dem Quatsch, lasst mich runter! Die Klappe! Schreierei nützt dir auch? Hey! Weiter. Ist das unheimlich hier? Wie wär's da hinten? Ja. Oh, der wird sich vor Angst in die Hose machen. Lass mich hier raus, Brock! Lass mich raus! Heute Nacht schläfst du hier. Lass mich raus, bitte! Schlaf, Brock! Das ist doch nicht von den Ratten anknabbern! Wieder kein Glück. Ich auch nicht. Das Weichei spukt immer noch in der Gegend rum und wir sind schuld. Schlimmer kann es nicht kommen. Oh, doch. Es kommt noch schlimmer. Viel schlimmer. Kibosch! Ah! Er und kein anderer. Sehen Sie, ich hab gewusst, dass Sie hier sind. Ich hab Sie auf frische Tat ertappt. Also, wo ist Chrysler? Kasper. Er ist... Also, er ist, finde ihn. Kapiert? Oder mit Tätigkeit. Kibosch, der Große, was für eine Überraschung. Haben Sie ein bisschen abgenommen? Ach, schweig, ich hab nach euch Drückeberger schon viel zu lange gesucht. Rein mit euch! Nein, nicht in den Käfig. Ich hasse dich. Meine Freiheit. Hey, mach dich ein bisschen süß. Jetzt ist nur noch euer kleiner Schützling Kanzler. Ja, hallo? Mr. Carson, ist das eine sichere Leitung? Ja, ich denke schon. Wer ist da? Hier ist Bill Case, Sir. Bill, ja, wie spät ist es? 06:00 Uhr. Sie klingen leicht gequetscht. Hat man Sie gefoltert? Nein, ich habe bis in die Nacht gearbeitet und bin auf der Couch eingeschlafen. Ah, soll Operation Feuerwerk wie geplant durchgeführt werden? Ja, Sie meinen den Abriss, oder? Ja, was denn sonst? Sind schon Demonstranten aufgetaucht? Ja, positiv, aber bloß eine kleine Einheit und sie sind nicht im Gefahrenbereich. Aber die können doch nicht irgendwie an den Zünder rankommen. Keine Sorge, Sir, nichts kann mich aufhalten. Diese Hütte ist schon so gut wie gesprengt. Schutt und Asche. Gut. Hören Sie, ich mache mich auf den Weg. Wenn ich bis, sagen wir, 6:30 nicht da bin, fangen Sie ohne mich an. Roger, Sir.
Over und aus. Ach, was soll's? Ich hab meine Anweisung. Chris? 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 Wo steckst du? Bist du da drin? Tut mir leid, dass ich dir zur Last gefallen bin. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt, wo ich weg bin, kannst du so viel arbeiten, wie du willst. Chris, tut mir leid, das gestern Abend war nicht meine Schuld. Oh Gott, geh weg! Verschwinde! Die gibt es nicht! Hoppla, ich wollte sie nicht umwerfen. Das ist irgendein blöder Trick. Ich tue ihnen nichts, echt nicht. Ein für alle Mal, ich glaube nicht an Geister. Na schön, ist es besser so? Wo ist der hin? Mann, Chris hat recht. Sie haben wirklich nicht den kleinsten Funken Fantasie. Chris? Du weißt, wo mein Sohn ist? Wenn du ihm auch nur ein Haar gekrümmt hast, dann... Immer mit der Ruhe, Mr. Carson. Ich bin sein bester Freund. Naja, eigentlich sein einziger Freund. Casper? In Fleisch und Blut, könnte man sagen. Wo ist Chris? Er ist weggelaufen. Offenbar habe ich ein Talent dafür, die Menschen vor den Kopf zu stoßen, die ich liebe. Er ist erst 10 Jahre, Mr. Carson, und sehr einsam. Er ist einsam? Wie kann das sein? Ich bin doch ständig da. Nein, Sie arbeiten ständig. Ja, das hat er auch gesagt. Finden Sie ihn. Sie brauchen einander. Du hast recht, Casper. Nichts ist wichtiger für mich, als dass es Chris gut geht. Willst du mir helfen, ihn zu finden, Casper? Na klar. Ich wette, er ist in der alten Applegate-Villa. Das Applegate-Haus wird in ein paar Minuten in die Luft fliegen. Was? Ich muss Chris sofort warnen. Und ich muss die Sprengung verhindern. Komm schon, Bill. Die von Ihnen gewählte Bill. Ist zurzeit nicht erreichbar. Bill! Aus dem Weg, ich muss meinen Sohn finden. Er ist in Lebensgefahr. Chris? Ja, Sie kennen ihn? Ja, steigen Sie ein. Wohin geht's? Zum Applegate-Haus. Hey, Sie sind Sheila Fistergrave. Ganz recht, Blitzmerker. Was haben Sie diesmal vergessen? Chris Geburtstag? Typisch, Sie ziehen immer voreilige Schlüsse, wenn es um mich Zumindest geht. Zumindest bin ich es nicht, die diese Stadt zerstört. Sie sind so dickköpfig, begreifen Sie doch. Ohne einen Wandel ist das hier bald eine Geisterstadt. Ach, und darum wollen Sie ja wohl den Gnadenstoß versetzen. Sie spinnen wohl, ich nicht. Warum begreifen Sie nicht, dass ich versuche, diese Stadt zu retten? Chris! Chris, wo steckst du? Chris! Casper? Bitte melde dich! Hier! Hier unten bin ich! Komm mit, alte Socke! Wir müssen schleunigst hier raus! Wieso hast du dich gestern verzogen? Erklär ich dir später! Es ist eine Bombe in diesem Haus! Los, weg hier! Oh, na großartig! Und wieder hat Snivel bewiesen, dass er die feinste Spürnase von allen Schnüfflern hat. Wenn ich diesen Wicht Kapper erst einmal habe, dann kommt ihr alle zurück ins Ausbildungslager und dürft euch auf eine radikale Umschulung freuen. Oh, wer kommt denn da? Noch so ein paar arme linke Vögel können sich nicht mal ein Auto mit Dach leisten. Verlotterte Ökobande. Bill, wo sind Sie, Bill? Ich weiß, dass Sie mich hören können, Bill. Verdammt nochmal, wo stecken Sie?
Bill, ich muss mit Ihnen reden. Bill! Wer ist Bill? Der Mann, der das Haus in die Luft sprengen soll. Was? Es ist eine Bombe im Haus. Wir müssen ihn aufhalten. Es ist das erste Mal, dass wir einer Meinung sind. Bill! Bill! Bill, wo stecken Sie? Bill! 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 Sprengen Sie das Haus nicht. Das ist ein Befehl, Soldat. Gehen Sie mir aus den Augen, Sie liberaler Weichling. Brechen die Operation ab. Ist das klar? Bill! Bill, Sie Spinner, ich bin es, Tim! Sie könnten auch ein Meister der Verkleidung sein, der mich täuschen will. Ich war's, der Sie engagiert hat und jetzt feuere ich Sie wieder. Kommen Sie da runter, die Sache ist abgeblasen. Hui! Tim! Tim, Tim, ist alles in Ordnung? Huck! Ich bin gleich wieder da. Ich komme hier nicht mehr lebend raus. Nur nicht aufgeben. Ich werde versuchen, die Bombe zu finden. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Na also, da ist sie. Was ist denn hier los? Sie wollen das Haus sprengen. Stoppen Sie den Countdown! Und was jetzt? Denk nach, Kasper, denk! Lassen Sie das Haus in Ruhe, das gibt Ärger! Mein Auftrag erfüllen. Nein! Hey, halb sieben ist schon durch und du bist immer noch am Leben. Sicher, Kasper? Hey, du hast recht, Kumpel. Yo! Wir haben das Haus gerettet. Zu früh gefreut. Verweichlichtes Zivilistenpack. Meine Bombe hat einen eingebauten Selbstauslöser. Der Schuppen da fliegt trotzdem in die Luft und zwar in genau einer Minute. Auweia! Das Ding läuft weiter. Sie wahnsinniger, paranoider Kommisskopf, Sie! Mein Sohn ist noch da drin! Gehen Sie alle in Deckung! In dem Haus ist eine Bombe! Und die wird in einer Minute hochgehen! Chris, wo bist du? Er ist da drin. Chris! Ich bin hier Chris, drin! Wo steckst du? Dad, hol mich raus! Die Tür aufmachen! Geht nicht! Los, mach sie auf, Chris! Ich will hier raus! Dad. Warte einen Moment, halt durch! Beeil dich! Schon gut, ich hol dich da raus! Dad! Chris! Geht es dir gut? Dad, wir dürfen die Bombe nicht im Haus lassen. Aber wenn wir sie rausschaffen, bringen wir die Demonstranten in Gefahr. Dein Vater hat recht. Geht, ich kümmere mich darum. Nichts mehr raus hier. Na klasse, und was mache ich jetzt? Das da ist Ihre Schule, eure Genialität. Jetzt hab ich dich, du kleiner Schwänzer. Das ist
Tage Dunkelzelle. Ich habe es von Anfang an gesagt. Wir müssen unsere historischen Baudenkmäler halten. Soll ich Ihnen vielleicht ein Aspirin holen, Sir? Wie hast du das gemacht, Kleiner? Das habe ich von den dreien gelernt. Tatsächlich? Ach so, ja, natürlich. Ich sagte doch, dass wir ein paar super tolle Tricks kennen. Dann war es wohl ein Fehler, euch drei trennen zu wollen. Eine Familie, die so furchterregend ist, erlaube ich zu spuken, wo es ihr gefällt. Aber du musst doch die Grundausbildung absolvieren, du Drückeberger. Hey, er ist für uns in die Bresche gesprungen. Jetzt können wir uns revanchieren. Tut uns leid, Sie können ihn nicht mitnehmen. Ja, Sie sagten doch selbst, eine Familie darf man nicht auseinanderreißen. Aber er ist doch gar nicht mit euch verwandt. Natürlich ist er das. Die Ähnlichkeit muss Ihnen doch auffallen. Wir sind... Seine Onkel. Ja! So, ihr wollt ihn haben? Na schön, ist mir recht. Aber vergesst niemals die Regel, eine Familie muss zusammenbleiben. Und zwar für alle Zeiten. Ja, ihr werdet Kato nie wieder los. Er heißt Kasper. Und wehe, ihr vier, lasst euch jemals wieder in meinem Mausoleum blicken. Okay, stillhalten. Oh. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Das brennt wie Feuer. Das wär's. Schon fertig. Danke. Chris, tut mir leid, dass ich dich vernachlässigt habe. Ich hätte dir besser zuhören sollen. Ist schon gut, Dad. Ich hab dich lieb, Dad. Ich dich auch, Chris. Du hast eine tolle Lehrerin. Tja, also... Also, ich schätze, du bist jetzt einer von uns. Ja, wir sind eine Familie. Und wir haben ein Haus mit Garten und allem drum und dran. Und mit meiner Ausbildung fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wir... Quatsch, ein Haus mit Garten. Fetzer, du hast nur Schmalz zwischen den Ohren. Habt ihr immer noch nicht kapiert, dass der alte Herr von dem kleinen Fleischling den ganzen Kasten hier abreißen will? Er wird ihn platt machen bis zur Erde. Pack deinen Koffer, Kasper. Wir werden künftig unter Brücken spuken müssen. Wir sind obdachlos. Miss Fistergraph. Sheila. Sheila. Also, Sheila, nehmen wir mal an, wir stellen dieses Gebäude wirklich unter Denkmalschutz und machen eine Sehenswürdigkeit daraus. Wie locken wir dann Besucher? Es müsste einen gewissen Ruf haben. Zum Beispiel, dass es in diesem Haus spukt. Ah. Dann strömen die Touristen. Gute Idee. Aber bräuchten wir dafür nicht ein paar Geister? Hm. Sie meinen uns? Ein Spukhaus für uns allein? Eine Gruft mit Aussicht? Und das von einem Fleischling? Es ist zwar gegen alle Regeln, aber ich liebe dich, Kumpel! Danke. Haben wir was verpasst? Ihr hättet Chris fast umgebracht. Cool. Rock, du bist ein Mistkerl und das wirst du auch immer bleiben. Hey, Schnüffler! Dein alter Herr ist in Ordnung. Wenn wir dir auch mal einen Gefallen tun können, sag's einfach. Seht ihr die drei Jungs da hinten? Das sind die, die mich mit der Bombe eingesperrt haben. Schon verstanden. Nein, nein, nein. Jetzt, wo wir eine Familie sind, müsst ihr versuchen, euch ein bisschen zusammenzureißen. Oh, das werden wir, Kurzer. Keine Angst, das werden wir. Ja, das schwöre ich bei meinem eigenen Grab. Geister-Ehrenwort. Was sagt ihr dazu, Freunde? Oh mein Gott, das ist Jennifer. Schnell, versteck dich. Hör zu,
Wegen gestern Abend. Die drei Typen sind die Idioten und ich auch, weil ich zu ihnen gehalten habe. Entschuldige. Geh noch nicht. Ich habe nicht gewusst, dass sie dich hier einsperren wollten. Du hattest sicher Angst. Naja, es spuckt hier, weißt du? Sicher. Du wolltest doch mal, dass ich dir ein richtiges Gespenst zeige. Sag Hallo zu Kasper. Hallo. Das ist ein Bitte nicht stottern. Geist! Kasper, dass die Leute Angst vor dir haben, hat doch Vorteile. Ja, ich glaube, ich werde einen guten Einfluss auf das Geistertrio haben. Das liegt daran, dass du so freundlich bist. Hey, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Kasper, das freundliche Phantom. Nein. Kasper, der sympathische Poltergeist. Sagen wir doch einfach Kasper, der freundliche Geist. My best friend, we're gonna get to play all day.